Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht, das ist wieder für euch, euer Lazy, jawohl. Und wir sind in einem ganz neuen Projekt. Und zwar ist das Super Smash Brothers Ultimate Maler. Jawohl. Ich habe mal so ein bisschen über meinen Kanal geguckt und habe festgestellt, ich habe jeden Tag ein Video am Start. Sauberes Gameplay, knackiges Gameplay. Nur bin ich unfähig gewesen die ganze Zeit, deswegen habe ich mir Leute ins Boot geholt. Hatte ich ja ganz am Anfang im allerersten Infovideo schon mal gesagt. Und folgendes Problem hat sich jetzt da rauskristallisiert. Was heißt Problem? Es ist kein Problem, es ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie auch... Naja, der Fakt, 7 Tage, 7 Videos, immer ist jemand am Start. Ja, ich meine, das ist ganz cool, dazu ist das ja auch da. Aber ich möchte auch mal wieder so ein Ding haben, so ein eigenes Projekt, so ein Ding, wo ich nicht zeitlich auf jemanden angewiesen bin, wo ich so einen Notfall rausknallen kann, wo ich jederzeit produzieren kann. Und ich denke, da nehmen wir uns jetzt hier von Super Smash Bros. Ultimate den Story Mode vor und ja, quatschen ein bisschen, fighten ein bisschen, engage. So, wir haben ein neues Spiel, ich habe das tatsächlich schon mal angezockt, aber den Spielstand wieder gelöscht. Da ging es dann auch um einen verstärkten Charakter. Ich glaube, den habe ich mit versenkt, aber im Zweifelsfall wurscht. Also wir gehen natürlich auf sehr leicht. Also bitte. Okay, wir machen normal. Ja, steht ja auch empfohlen. Direkt. Da. So, also normal und rein. Sounds von meinem PC, der wohl momentan sehr laut ist, entschuldige ich natürlich, aber jetzt werde ich mal die Fresse. Jawohl. Und ohne Spaß, die Story ist wirklich besser, als ich gedacht hätte. So. Also nur so die ersten 5 Minuten mal reingucken. Richtig. Da kommen ganz viele Hände aus dem. We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Richtig. Und unsere Kämpfer sind richtig entschlossen. Und das scheint wohl jeder Big Gegner zu sein. Mit einer Armee von Meisterhänden schickt die Krea sich an, die neue Welt zu schaffen. Alle Kämpfer, alle ihre Geschichten. Wurde von der Macht des Lichts verschlungen. Das hat schon heftig. Alle. Aber Captain Falcon, aber auch weg. Voll heftig. Splash-Kollegen, alle weg. Wir werden einfach alle Charakter, alle werden einfach vernichtet. Junge, ganz gut. Also emotionale Scheiße tatsächlich. Hätte ich so gar nicht gedacht. Muss ich ehrlich sein. Die ganze Galaxie war nun in Kryas Hand. Alle Kämpfer waren gefallen. Jene, die verblieben, verloren ihre Körper und wurden zu Geistern. Und da ist halt Kirby, Alter. Das ist halt zu dick. Es ist krass. So richtig emotional und nein, ich halte meine Fresse nicht, dann könnt ihr woanders gucken. Nur einer hat sie überlebt. Da macht so ein Funke der Hoffnung hellleuchtend im Chaos. Absolut geiler Einstieg. Super Smash Bros. Ultimate. Stimmen der irrenden Lichter. Richtig gut. Inszenierung richtig pervers, Alter. Und jetzt sieht man hier noch Mario gefangen. Und dann läuft irgend so eine gelbe Scheiße über den drüber.
Unnormal. Zack, Kopie. Kria schuf Kopien jener, die vergeblich gekämpft hatten. Und ließ die Geister sie wie Marionetten lenken. Oha. Oha. Heftig. Komplett insane. Guckt euch mal die Scheiße an. Eine Armee von Schergen, die in die Ruinen der Welt hinausgingen. Wer sollte die Geister aus Kryaspan befreien? Wer sollte die besiegten Kämpfer retten? Und da steht Kirby Amina. Fass dir ein Herz und wage den ersten Schritt. Unnormal. Komplett insane unnormal. Und da sind wir. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Erneut Super Smash Bros. Ultimate. Story Mode. Richtig dick. So, und da sind wir schon. Wir können laufen. Ja, ich spiele das Ganze auf der Nintendo Switch, ist ja klar. Ha. Aber Unboxing gemacht, ist verlinkt. Können Sie mal reingucken. So, wir haben hier auf L ganze Karte. Auf R neigen. Das heißt, wir können unseren Winkel hier ein bisschen anpassen. Das ist okay, damit bin ich gut. So, wir haben Menü. Dann stellen wir uns doch das mal kurz vor. Wir haben Gruppe. Dann haben wir Kämpfer. Ja, das ist aktuell der Stand. Ja, wir haben halt nur Kirby aktuell. Ja, weil das der einzigste Überlebende ist. Das ist halt schon krass. Ich meine, wenn man jetzt mit Kirby nicht kämpfen kann, dann, jo, dann siehst du halt scheiße aus. Aber ich meine, Kirby kann man gut zocken. Kirby geht richtig gut ab. Haben wir Geister. Oh nein, der Geist, der lebt tatsächlich. Also der ist jetzt nicht gelöscht, das ist cool. Nur der ist halt echt overpowered. Ich habe halt durch das, dass ich halt Pokémon Let's Go zock. Let's Go, ja genau. Habe ich hier so Power-Ups für Geister bekommen. Und dann dachte ich mir einfach, oh komm, baller mal alles rein, Alter. Und jetzt sehen wir halt, solche Geister haben halt 810, 858. Und das sind schon relativ gute Geister. Ja. Und der hat einfach 5000. Ja, den lasse ich jetzt erstmal raus, ja. Weil, wäre vielleicht ein bisschen zu krass. Aber das gucken wir mal. Ist es immer gut, eine Option auf der Seite zu haben, wenn es nicht läuft. So, dann haben wir, können wir in die Geister selber nochmal reingucken. Stärken. Ja, sehen wir hier. Du willst deine, da liegt jetzt die Facecam ein bisschen drüber. Du willst deine, du willst deine Primärgeister noch stärker machen. Hier kannst du ihnen allerlei Snacks zu essen geben und so ihr Level erhöhen. Ah ja. Ganz bestimmte Geister können auf Level 99 eine wundersame Verwandlung antreten. Und jetzt guckt euch einfach mal den Shit an, Alter. Da ist so ein Monster, Mob, wie auch immer, wo eh schon verdammt nice aussieht. Und dann wird einfach so ein Überding da draus. Unnormal. Ja, und das wollte ich sehen eigentlich. Aber wisst ihr was, machen wir doch eine kleine spontane Planänderung. Wir nehmen doch den mit, ja. Und wir hauen dem erstmal nochmal einen Snack rein, weil wir wollen das Level 99 ja sehen dann irgendwann. Jetzt hat er mal Level 86, ja. Wir bolzen einfach voll. Jo, wir bolzen einfach komplett voll. Mit Chipstärken. Ja, keine Chips mehr da. Da hätte ich vielleicht gucken sollen, ob die Chips verschiedene Namen haben. Wurscht, egal. Dann können wir entlassen und rufen. Entlassen spricht für sich. Rufen muss ich mal selber nochmal reinschauen. Oh. Moment, jetzt gucken wir mal. Ich gucke mal, ob das arg aufwendig ist oder nicht. Ach, gucke. So. Du suchst neue Geister. Durch den Einsatz von Chips kannst du sie herbeirufen. Ja gut, jetzt haben wir natürlich die ganzen Chips verrotzt, ist ja klar. Aber hier können wir zum Beispiel einen mit 4111 rausziehen. 4 Sterne hat der, okay, krass. 4 Sterne, was? 4211, okay. Was hat nochmal unserer? Ich möchte jetzt auch nicht zu viel. Unser, egal, so. Wissensbaum. Das ist auch nochmal interessant. Hier kann man leveln. Guckt euch das an und das ist gar nicht mal so klar. Es geht, aber es kommt halt einmal drauf an, 90 Stück. Wie viel kostet also hier diese? Moment, ich mache die Kamera mal kurz weg, dass man sieht. Preis ist 30 von diesen Blöbbeln da, ja. Und wir haben aktuell 0 da ganz oben, ja. Kostet hier mal 40, da 70,
Also ist schon ein bisschen was los, ja. Und dann haben wir zum Beispiel beim ersten Skill verstärkt deine starken Angriffe leicht. Also sprich, wenn man so den starken Angriff im Fight macht, ja. Dann Standardangriff leicht. Ja, ganz cool. Du kannst dich da komplett reinleveln, reinpushen, draufdrücken. Stopp, ich habe die Option mal noch nicht angeguckt. Schwierigkeit kannst du andauernd ändern. Ja, also pass auf. Guck mal, dann gucken wir hier nochmal rein. Und ich meine, ich bin ganz ehrlich, Leute, wir haben Zeit. Ja? Ich muss jetzt gerade auf ganz professionell nochmal den Timer anmachen. Hab ich vergessen. Scheiße. So, wir können uns einfach mal hier ein Joy-Con pro Hand, Nintendo Switch Pro Controller, etc. Also das Ding, so einen dicken Controller. Obala! So. Wir sehen, Steuerung greifen, Schild, Schild, greifen, Sprung. Sprung, so. Der Spezial ist da unten, der B, ja. Und der normale Angriff ist dann A. Ja, also hier Start, normal. Ja. Amen. So. Perfekt. Bei Fallzeichen von Hindernissen. Ja, okay, das sind immer solche Kampfgeschichten. So. Ich würde mal sagen, wir speichern den Scheiß direkt mal. Weil ich möchte jetzt hier nicht mehr neu anfangen, nicht mehr löschen, gar nichts mehr. Ja. So. Und dann würde ich sagen, engage direkt. Was wie Dila Bovum. Dila Bovum. Alles klar. Dann gucken wir uns das noch mal an. Ja, jetzt mal wieder. Moment, das machen wir einfach mal. So. Als Kira, Essenz des Lichts, die Körper aller Wesen raubte, wurden dies zu Geistern. Nun sind sie gezwungen, als falsche Kämpfer gegen dich anzutreten. Da oben noch ein Fall. Die falschen Kämpfer, in denen die Geister eingesperrt sind, heißen Dupli-Kämpfer. Jeder Kampf gegen sie ist eine Chance für dich, einen Geist zu befreien. Dein Primärgeist verstärkt deinen Angriff und deine Abwehr. Du musst stets zuerst einen Primärgeist anlegen. Hallo? Kamera, kommst du wieder? Dankeschön. Ah ja, alles klar. Nice Infos, alle. So, dann gehen wir mal kurz auf Anpassen, ja? Weil wir haben jetzt aktuell keinen Primärgeist angelegt. Nehmen wir natürlich den. Der ist dick, der ist brutal, passt rein. Ja? Gucken wir mal. Gegen Mario. Kampfinfos, Metallwarnung, okay? Natürlich schon mal ein bisschen angezockt. Ihr werdet mit Kirby werdet ihr für. Okay, Metallphase, das gefällt mir nicht. Mit Kirby werdet ihr vermehrt diesen Angriff hier sehen, weil der einfach zu gut ist für mich. Ja? Ich meine, es ist natürlich nicht immer die feine englische Art, immer so das Gleiche zu drücken. Aber wir sind ja auf Rettungsmission, ja, wir müssen ja unsere Leute retten. Hier im Kampf gibt es auch wie früher schon Items. Ah! Du kleiner Sack, gibt es auch schon Items aller. Junge, einsetzen! Aha. So, und jetzt wollte ich eigentlich noch einen Schmetterangriff ziehen. Oh, der reicht nicht mal. Alter, willst du mich jetzt gerade verarschen oder was? Reicht jetzt? Ja, ich meine, nicht die feine englische, ja, aber der Angriff ist einfach gut mit Kirby. Jo. So, wir haben ein Lernjuwel bekommen, wie wir sehen. Und einen weiteren Geist. Unser Geist ist auf Level 87 hoch. Und so geht's eigentlich. Ah, Moment, machen wir nochmal. Ah, ne, ja, geht sogar. Entschuldigung. Geister, die du rettest, schließen sich dir an. Jeder Geist ist besonders und verleiht dir Kräfte und Gaben, die dir im Kampf helfen werden. Alles klar. Subgeister sind Geister. Ah, jetzt mal wieder. Entschuldigung. Subgeister sind Geister, die du in Verbindung mit einem Primärgeist einsetzen kannst. Die meisten Primärgeister haben einen oder mehrere Plätze für deine Subgeister. Jeder Subgeist hat eine besondere Gabe, die dir helfen kann. Schau dir gut an, was deine Subgeister können und wähle die passenden Geister für deine Kämpfe. Alles klar? Hab ich verstanden. Boomerang. Ah, okay. Sehr schön. Da werden auch nochmal ab und an Items erklärt. So. Evoli ist da jetzt. Pass auf, jetzt machen wir mal Geister. Stärken. Nee, nicht stärken. Nicht stärken, Alter. Auch nicht rufen. Ach, Gruppen. I'm sorry, man. So, jetzt haben wir hier Sub. So, und jetzt sehen wir hier. Die habe ich schon alle beim ersten Mal anspielen freigeschalten. Tut mir leid, ich habe ein paar Kämpfe gemacht. Einfach nur um zu sehen, wie es sich so spielt, ob sich das lohnt. Und ich muss sagen, ja, ist putzig. So,
Partner Pokémon Evoli habe ich bekommen, weil ich Pokémon Let's Go Evoli gezockt habe, wie so ein Nerd aller. Und ich wollte schon ewig lang eigentlich hier competitive gehen und Kämpfe machen, aber ich komme einfach perfekt nochmal nicht dazu. Es tut mir sehr leid. Aber kommt noch. So. So. Speisestärkung. Das heißt, erhöht nach dem Essen Angriff, Abwehr, Lauftempo stark. Ja? Ab und an droppt mal durch ein Item oder auch random droppt Essen auf der Map. Und wenn man das dann mit A einsammelt, dann wird alles drastisch erhöht. Und das ist halt nice. So, und jetzt müssen wir gegen den schwarzen Yoshi. Ich glaube, hier oben die 1400 Punkte ist dem Gegner sein Level. Ja, da sind wir jetzt gerade ein bisschen stark drüber. Aber das ist uns scheißegal. Ich weiß nicht, ob man das Camp gesehen hat oder nicht. Falls nicht, tut es mir sehr leid. Aber es ist mir scheißegal, weil wir sind hier auf Rettungsmission, Abena. Und wir müssen unsere Kollegen retten. So. Der fängt natürlich direkt mit dem Pokéball an. Will der mich rollen? Okay, ah. Nervosität macht sich breit. So, Schmetterangriff. Man kennt ihn. 41%. Das ist einfach zu gut. Ja. Der nächste. Oh, und der ist schon weg. Zack. Nächster. Nächster. Alle her. Ich weiß, es ist absolute Lappentaktik, aber da kommen wir mal was anderes. Mal ein bisschen in die Fresse hauen, Alter. Alter! Ach, das ist der rote, Junge. Ah, scheiße. So, wir haben eine Banane. Die schmettern wir dem jetzt. Ist, hat der getroffen? Ich bin mir gerade absolut gar nicht sicher. So, ah, so, jetzt gibt's. Da komm ran auf den Meter. Hallo. Komm! Buh! Ah, ist das gut. Mm. So, wir haben Evoli erhalten. Perfekt, Alter. Und noch ein Lernjuwel. Zwei Belohnungen. So, nochmal Geisterinfos. Was macht... Halt. Geisterinfos. So, jetzt gucken wir mal. Ist Junior, aber primär. Ihr seht, Moment. Der hat zwei Slots. Ja, okay. 486 Angriff, 324 Def. Ich glaube, da ist unsere um Längen besser. Was heißt, ich glaube, ich weiß. Aber mal die Stats angucken. Ja? Vielleicht behalten wir uns da mal was im Hinterkopf. Vielleicht tun wir auch irgendwann mal switchen. Tut mir leid. So. Euphemia. Euphemia, Entschuldigung. Euphemia auf Pummeluff. So, ah, gucke, jetzt kann ich das nochmal zeigen. Unser Level ist 6793, Gegner Level 3,8. Also es steigt schon rapide an, Arna. Also ich denke mal, man muss seinen Geister schon ordentlich reinleveln. Und ich glaube, um Euphemia spielen wir jetzt gegen Pummeluff. Ah, scheiße, ich wollte eigentlich noch Kirby anpassen, ich Idiot. So, ah, jetzt gibt es erstmal einen Kick, Alter, erstmal High Kick. Ah, guck mal. Ah, pass auf. Also, egal was ich für... Nee. Okay, keine Ahnung. Oh, wenn er... Ja. So sieht's aus. So, wir haben einen Subgeist. Zieht Items in der Nähe an. Das ist, glaub, gar nicht schlecht. So, jetzt ist er schon Level 88, der Kollege. Also, es geht auch relativ schnell, ihr seht's. Lernjuwel, haben wir jetzt 4. Wir brauchen 10 fürs erste Power-Up. Ja, merken wir uns mal. Jo. Jetzt sind wir so mit dem ersten Gebiet mal durch. So, und bei diesem Punkt war ich so in ungefähr... Hatte ich den Kampf noch? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, an diesem Punkt war ich es auch schon jetzt ein paar Tage her, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es wirklich tun soll. Wir gucken noch mal kurz in den Wissensbaum. Ganz kurz, ganz schnell. Ja, wir haben 4. Alles klar. Gut, okay, wir haben 4. Das passt. Und ich möchte eigentlich noch mal schnell auf Gruppe gucken, ob ich auf den Sub noch was machen kann. Nee, Sub ist der... Okay, nee, alles klar. Alles klar, hat sich erledigt. Wir bleiben bei Evoli natürlich, wenn mal was zu essen droppt, dass wir brutalst draufgehen können. So. Nochmal gegen Mario. Entführte Kämpfe sind die Vorlage für alle Dupli-Kämpfer. Solltest du einen finden, dann fordere ihn zum Kampf heraus. Bist du siegreich, schließt der Kämpfer sich dir an. Das ist natürlich absolut sick. So, Mario mit 2,5, wir mit 6,897, also 6,897. Das ist natürlich jetzt auch verstärkt durchs Level-Up von unserem Geist.
Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Also, das heißt... Eingesaugt, Bruder! So, und jetzt können wir nämlich Marius... Ah! Ey! Scheiße! Ah! Ey! Scheiße, ich bin zu lost! Aua, Alter! Ich bin komplett lost! Lass mich da weg! Der hüpft auch, die Schweinebacke! Oh Gott, ich kann gerade... Oh Gott, der nimmt mich gerade absolut auseinander! Was soll das jetzt hier? Ah, scheiße. Okay, ich muss wieder auf die Lappentaktik zurück. Lass mich los! Scheiße, der... Alter, der ist gar nicht so... Verdammt, das Essen hätte ich mir eigentlich einholen können sollen. Oh, der war gut. In der Luft gecatcht, Alter. Schade. So, Schild runterbrechen. Wieder raus. Ah, okay. Bin ich jetzt nicht gefuckt? Ich bin ein Profi, okay? Scheiße, aber Mario kämpft du mit. Und das ist eins, was sicher ist. Mit Mario werde ich nicht kämpfen. Ja, schon mal privat hier habe ich ein bisschen angespielt. Auf Smash-Basis und so. Deswegen habe ich schon ein paar freigeschalten. Das ist nichts. So, um deinen Kämpfer zu wechseln, öffne das Menü und wähle Option Gruppe. Das machen wir nicht. Wir waren ja schon drin, haben uns das angeguckt, haben gesehen, dass Kirby momentan noch alleine ist. Jetzt ist er nicht mehr alleine. Jetzt haben wir Mario in der Party, Alter. Ich kann mal kurz zeigen. Aber ich werde Mario nicht spielen, also... das ist nichts. Es tut mir leid. So, kann ich hier auf B gehen. Ich kann auch rein theoretisch über Zufall machen, aber nee. So, Kirby, aber ich wollte eigentlich noch schöne Anpassungen vornehmen. Und zwar Kirby 8. Er ist halt ultra... sick. Der wird uns ein Weilchen begleiten, der Kirby. Von dem her passen wir den jetzt auch schon mal an. Wollte ich eigentlich vorher machen, aber nein. Wir müssen gegen einen Wächter kämpfen. Ah, ich glaube, den hatte ich so. Okay, den hatte ich glaube auch schon gemacht, weil ich hatte den ja als Sub. I'm sorry. Riesenrock. Okay. Bereit? Ah ja. Ja, so ein Ding ist das jetzt, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe bei dem Game so ein Talent. Ich möchte es gleich vorwegnehmen. Die meisten Tode, wenn ich welche, und ich werde definitiv Tode erleiden, aber die meisten Tode werden passieren, indem ich von der Map falle. Und, aber nicht, weil ich mich nicht retten kann, sondern weil ich so einen Down-Smash-Angriff aller nach unten, aller in die Schlucht runter mache. So, okay, Wächter. Sub. Zwei Lernjuwele. Das ist sick. 10 Level noch, bis unser Geist eventuell eine Entwicklung, kann man das sagen, vollzieht. Weiß es nicht. Müssen wir gucken. So, an jedem Wege steht ein Kämpfer. Doch retten kannst du im Moment nur einen. Okay, ich muss mich jetzt für eine Richtung entscheiden, ja? Wir haben hier Marv. Sheik, ich habe keine Ahnung, aus welchen Games die sind. Bewohner. I'm sorry, I don't know. Was machen wir denn? Gehen wir durch die Mitte? Wir gehen durch die Mitte. Yalla. So. Jeder Primärgeist hat einen festen Typ. Angriff, Abwehr, Griff oder neutral. Abwehr zum Beispiel ist im Vorteil gegen Angriff. Abwehr ist besser als... Nö. Abwehr wird, doch, Abwehr besser als Angriff, Angriff besser als Griff, Griff besser als Abwehr. Ja gut, das kennt man ja, so Feuer, Wasser, ja, man kennt es. So, Sheik. Der hat Griff. Ach, wir haben Griff. Und wir sind gut gegen Abwehr. Jo, okay, gut. Gehen wir so hin. So, gewinne ich, ah, guck mal, den, ach, den befreien wir jetzt. Alles klar. Ey! Da kriegst du erstmal mit dem Hammer. Hey! Warum hat sie ihn jetzt nicht eingesaugt? Frechheit! Ah ja, guck! Und jetzt haben wir dem seine, dem Sheik seine Fähigkeiten am Start. Ja, bisschen Button Smashing, Alter. 100 Tonnen. Ey, Alter, der hardcontert mich. Was soll das? Oh! Das war ein Critter ins Gesicht.
Sie kämpft nun mit Amina. Jo, wie viel Lernjuwelen? Snack. Nice. Geil. Das heißt, wir können sogar leveln jetzt. Ja, genau. Lernjuwelen helfen dir im Abenteuermodus. Öffne das Menü und anschließend den Wissensbaum. Dort kannst du dir damit nützliche Fähigkeiten sichern. Ja, hatten wir uns schon angeguckt. Aber machen wir natürlich. Machen wir, wussten wir zwar, aber machen wir es. Ja. Schick gehört nun zur Party. Oh. Ah, okay, jetzt macht ihr... Ja, alles klar. Deswegen, ja. Okay, okay, macht Sinn. So, Wissensbaum. Da ist halt auch ein Ausrufezeichen da. Also, 15 haben wir. Standardangriffe, starken Angriffe. Ich will nicht die starken machen. Die starken Angriffe erlernt. So, was haben wir da? Schildschaden. Okay, zerbrechlicher. Verstärkt Schildhaltbarkeit. Ich benutze eigentlich echt so gut wie nie ein Schild, Mann. Meteor Smash. Angriff vielleicht. Meteor Smash ist doch. Das brauche ich mit Kirby. Meteor Smash. Was haben wir denn hier noch? Item Heilungsitems, Heilungs-Items, zum Beispiel Ware. Okay. Ja, müssen wir uns nochmal, fuchsen wir uns ein bisschen rein, ja? Da haben wir mal, gucke ich mal noch. Wahrscheinlich zwischen den Folgen oder sowas. Metal Sonic, krass. Okay, also die erste Folge, die geht natürlich etwas länger. Das ist bei mir eigentlich normal. Der hat 4600, glaube ich, habe ich gesehen. Ich glaube, jetzt ist so die Phase des Tatar ist vorbei, ja? Und also du weißt garantiert, dass ich nicht weiter als so gespielt habe. Also nicht weiter als... Oh mein Gott, was macht der? Ah, Smash-Angriff, Alter, und der war wieder richtig dick. Oh Mann, ich will da halt ransneaken, Alter, und der countert mich. Alter! Ich bin gerade ein bisschen... Mach mal echt ein bisschen konzentrieren, Alter. Komm du. Ey, du Lappen, Alter! Ich bin hier der Lappen, ohne Scheiß. Ah! Der sitzt! Okay, manche muss man von den Prozenten runterkloppen, manche hoch und dann raus. Profi, 1859 auf Level 1. Sick. Komplett sick. So, unser Geist Level 90. Ich glaube, wir werden die Geister alle einzeln hochziehen, denke ich mal. Also Geister, die wo wir auch benutzen wollen, ziehen wir auch komplett hoch. Das heißt, wenn der jetzt auf 99 ist, gucken wir ein, ob wir einen benutzen können. Wenn wir den benutzen können, dann ziehen wir den als nächstes hoch. Kann ich hier auch immer nur einen Weg gehen? Ernsthaft? Rabbit Mario. Ernsthaft? Dr. Cry... Was? Crygor. Okay, der ist Griff. Okay, der ist stark gegen uns, oder? I don't know. Egal. Also, meine Freunde. Ja, das ist so unser neues Solo-Projekt. Ich weiß nur noch nicht, wann das rauskommt und was es ersetzen wird. Das weiß ich noch nicht. Weil ich wollte eigentlich noch so... Also ursprünglich wollte ich eigentlich noch eine Runde Foundation aufnehmen, weil mir das Spiel immer noch ultra Bock macht und es da auch viele Neuigkeiten gab. Vielleicht machen wir das sogar noch. Und dass es quasi so ein Notfallprojekt ist, wenn mal Aufnahmen ausgehen oder Leute keine Zeit haben, weil das ist halt immer das Problem, wenn du, also bei mir ist das Problem, wenn ich jetzt 7 Tage habe, 7 Projekte und 7 Mal ist jemand dabei, dann kommt es halt oft vor, weil ich halt selber auch Schichtarbeit mache, das heißt halt Frühschicht 6:14, Spätschicht 14:22, dass man auch nicht immer so, verstehst du, das löppt nicht immer. Und das ist einfach jetzt mal so ein Notfallprojekt, wenn das, wenn Not am Mann ist, wenn Not an Folge ist, kommt das. Ja, da freue ich mich drauf. Ich nehme jetzt noch ein bisschen auf. Ich habe echt ultra Bock, das zu zocken. Ich danke schon mal vielmals fürs Reinschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und bis dann. Tschüss. Und da steht Kirby Amina.